Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen, wieder etwas ungewohnten Folge. Ich habe heute ausnahmsweise mal wieder die Facecam drin, seit einer halben Ewigkeit zum ersten Mal. Deswegen habe ich leider keine Ahnung, ob das wirklich jetzt alles so perfekt ist heute. Eine Sache, die ich jetzt vergessen habe. Jetzt müsste es auf jeden Fall passen. So. Wir gucken uns heute die gestrige Super Mario Maker 2 Direct an. Leute, ich habe es geschafft. Ich wurde nicht gespoilert. Ich werde mir die ganze Direct jetzt erstmal alleine angucken mit Facecam und dann nochmal zusammen mit Olaf, der sie bereits kennt, ohne Facecam, weil Olaf ist Olaf. Und dann sagt er mir nochmal, was er da alles drin gesehen hat. Ich freue mich, dass es hier diese Direct jetzt nochmal gab, weil erstens, Mario Maker 2 erscheint ja schon ziemlich bald. Und zweitens, die nächste Nintendo Direct, die offizielle, am 14.06., kann ich mal wieder nicht drauf reagieren. Da bin ich auf Klassenfahrt und nachholen, hey, wüsste ich eh schon wieder alles. Deswegen dieses Mal nicht. Ich würde sagen, damit das Video nicht zu lang wird, reden wir nicht mehr lang drum rum. Los. Peggy 3. Ab 3 Jahren. Diesen Teil habe ich beim Audiotest schon gesehen. Bis hier. Das heißt, ich bin auch nicht wirklich gespoilert. Dreh mal für mich lauter. Hi, Luigi. Ah, Goomba-Zugang. In Super Mario Maker 2, you can create the Super Mario courses of your dreams. Neue And play courses created by other people from Upload. around Es the gibt einen globe. Online-Modus. In other words, you can basically have new Super Mario courses to enjoy every day. Dort einen hatten die Now, geklaut. Ach, let's jump right Bäume. into the Man basics. kann Panzer bauen oder die Grundlagen bauen. Ist ein bisschen. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Lay some groundwork. Halt, halt, halt. Stopp, 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 stopp. Warum ist das Bild verschoben? Ah, Kacke, ich habe die Einstellung ein bisschen verkackt. Es war jetzt nicht drastisch, aber so weiter. Gate Gestalte from das iconic enemies Terrain and aus objects, klassischen like blocks, Objekten wie Blöcken, coins, Goombas, Coins, Gumbas, and pipes, Röhren. and place them anywhere you like. You decide what goes inside blocks, Ja, lauter where warp pipes should Standardkram take Mario erstmal. next. And that's just the tip of the goal pole. You can hide enemies. Verschiedenfarbige Röhren. Stack them up high and biggen them with a super mushroom. Hide coins in pipes and so much more. Ah, By Münzen in combining a Röhren geht. variety Ah, of doch, parts, das you ging can do some schon. incredible things, Ja, starting with anything Gegner-Spam wird possible in regular Super Mario vorgestellt. games. Taking a course you're working on for a test drive is a snap, allowing for rapid fire experimentation. You can change the course theme, whether it's underground, underwater, Castle, your choice. Even the game style itself Ja, can be altered, with options like es Super gibt Mario auch noch Brothers, andere Themes, das ist Super durch Mario Trailer Brothers bereits 3, bekannt. and Super Mario World. 3D World haben sie jetzt hier nicht Complete a course, and if gesagt. you have a Nintendo Switch Online membership, you can share it with other players online. Ja, schön. Super Mario courses are meant to be played, Ah, da so war share Ice yours with Level. the world. Eiszapfen unter Wasser. Neu. Jetzt wird's Time to showcase interessant. some of this game's new tools, Ja, course parts, and Fallschirme, features. Schrägen, größere Just pick a Münzen. direction and set the Das length to create a Wasser hat slope. man schon gesehen. It's a beautiful thing, huh? Gentler Die slopes guten are an alten option too. Abhänge. Everyone's Die rage is Angry here. Angry Sun. Sun is here. It holds a perpetual grudge, following and attacking Mario. Remember the Schlangenblöcke. snake block? You can determine its trajectory by freely drawing. And woo, the blue one's really fast. Hit and An run off the switch, and the Ausschalter. red and blue blocks will swap. You'd be surprised how many uses there are. If you use them wisely, you can set up traps like this one.
or even create a situation like this. Okay, das war nice. Change tracks. Schienen ändern und Förderbänder, die Richtung wechseln, gehen auch. Wippen, aha. Solche Stellen können dann natürlich mies sein. Oh, lol. Nice. In this course ja, der Wasserpegel. Set the water level. Maybe half the course should be underwater. Or maybe the water level should change over time. You can select from three different speeds. Ah, mit Geschwindigkeitswechsel. Es geht auch mit Lava. This side scroller is truly customizable, right down to the scrolling itself. In a custom scroll course, you can decide ah, wo beginnt scroll das Scrolling? In welche Richtung geht es? Und wie schnell wo wird wo gescrollt? You could have it go up here, then go sideways. Hey, that's fast. Und Level, die nach oben gehen. Ehre. Scroll feature operates vertically in here. To hide an area from scroll stop from revealing it, create a solid line of blocks perpendicular to the scroll direction. And voila! Secret room. Bonsai Riesen looks like it's coming from Mario, because it is. You can select from the four cardinal directions. The red ones have a homing function. Watch out! Even hey, lava doesn't phase the dry bone shell. Was? For a sec and you'll be temporarily invincible. Was war denn dieser Panzer? 10 coins. Find hard to reach areas and tempt players. Feeling charitable? Use the 30 or 50 coin. Mario may just be strolling along when a sudden sound effect plays. There are what? A bunch in Super Mario Maker 2. On an enemy, or perhaps go with something more sinister. Okay, das ist geil. Pass a Joy-Con controller to a friend, and you can create a course together on a single screen. Multiplayer bauen. Collect 15. Reach the goal as Super Mario. Sky. Conditions, and there are a wide range to choose from. Das ist geil. From enemies to allies to items, a twister will suck up anything. Wirbelstürme, Eiszapfen. Hey, conveyor belts can go diagonal too. Diagonale Laufbänder. Rote Yoshis. Die Fallschirme. Oh, es gibt fucking oh, bum bum hi. Warte, in Mario Bros. 2 U-Grafik. If you're not sure how to use something, try out Story Mode. Story Mode! In Story Mode, Mario sets out to help rebuild Princess Peach's castle. And to do so, he'll face an entire game's worth of courses in search of coins. Talk to the Taskmaster to accept a job from the bulletin board and play the associated course. If Mario can clear the course, he'll earn coins as a reward. Hey, rebuilding a castle ain't cheap. There are more than 100 original courses crafted by Nintendo in Story Mode, showcasing a variety of tools, course parts, and features. As you play, you'll see many seitliche Steilblöcke. Mario will be able to reach more areas in and around the construction site. The characters you meet in these new areas may even offer additional jobs. Umgebung. Okay, Abenteuermodus ist schon mal hype. Wüste. Die fand ich im Mario Bros. 1 Design gerade echt geil, die Wüste. Schnee. Wald. Einfach Himmel. Neue Musik, aha. Neues Element. The moon. Was? Tap this icon here and day becomes night.
Every sun, Mario will lose a life. But if you hit the moon, you'll wipe out a screen full of enemies. At night, expect a surprise or two, depending on the theme. In the ground, Goombas will float. Was? The underground will turn upside down. In a ghost house, the lights will dim. And in the sky, gravity... Okay, das ist geil. The desert will get hit by a sandstorm. Das ist absolut geil. Really slippery, and the forests usually pleasant waters. Was? As they come. Rumor has it that some items will even transform. Oh, geil, neue Items durch die Nacht. Giftpilz. To unlock the night versions of themes, you don't have to die muss man freischalten. Ach so, die kann man freischalten. Dann braucht man den Mond nicht mehr. 3D World. The way this game style works is very different from the other game styles. Funktioniert halt anders. Will clear if you toggle between them. That's because there are things you can do here that you can't do in any other style. You can't mention Super Mario. Habt ihr es gesehen? Warte, bevor wir das hier weiter gucken, gucken wir uns jetzt noch mal langsam alles an. So the course you're working on will clear if you toggle between them. That's because there are things you can do here that you can't. Wartet. Da haben wir unsichtbare Blöcke, das ganz normale, was runterfällt, so alles normale. Die Red Coins, One-Ups, normale Items. Unter den Gegnern da haben wir auch nur die Ameisen neu. Hier haben wir Sprungfedern, Steinblockhammerbruder, die Mäuse, Bienen, Piranha-Pflanzen, die Feuer spucken, die Krieg-Piranhas. Daneben Buhu, Hothead, Bob-Omb-Knochen, Trockenknochen, Fisch und Kamek. Bisher nichts wirklich Krasses. Leute. Ein Koopa in einem Auto. Miausa. Bum-Bum. Lava-Blags. Bullies und den fetten blauen Fisch. Das ist krass. Hier haben wir die Schalter. Was ist dieser weiße Block? Keine Ahnung. Kann auch an der Scheißbeleuchtung liegen. Wahrscheinlich Wolke oder sowas. Dieser komische Pfeil da rechts. Die Warpboxen gibt's jetzt. Super Mario 3D World. Ja. Cat Mario. Katzen Mario natürlich. Scratching. Sliding. Pouncing. With all these moves at your disposal, was ist das für ein Design gewesen? From courses made in the other game styles. You can even climb up the goal pole. These clear pipes can be placed in die Glasröhren. Be careful though. Enemies will make use of them as well. Crates float on water and lava. Holzkisten. Lol. Das ist geil. Das ist absolut unlogisch. Stachelblöcke. Oh. Mit Ein-Ausschaltern kann man die kombinieren. Okay, das ist geil. Die haben sich wirklich sehr viele... Oh, das Design, das Bowser-Schloss im Hintergrund war cool. Ja, Disco-Level. Der Spurenblock, der dem Pfad einfach folgt, ein Feuer-Bro und ein Feuer-Sumo-Bro. Pilz-Trampoline. Krieg-Piranha. Watch out for its spiky stem. Skip Squeaks like to try and match. Die Mäuse springen, wenn man selber springt. Gibt auch die Stacheligen. Drive safely now. Bitte was? Okay, das wird geil. Pom-Pom, smoke bombs onto the scene. Pom-Pom auch natürlich.
Which one's the real one? Die mit dem Pinken. Ja, auch aus dem Hintergrund. Oh, ich freue mich so drauf, das Spiel zu suchen. Fucking Meowser! Online. Course World is an online hub where players from around the world can share their carefully crafted courses. Die Endlos-Stelle. Hier kann man einfach Level suchen. Warte, das ist da links. Da war ein Search-Menü. Kann man vielleicht auch endlich... Oh, cool, Stichworte. Vielleicht kann man aber auch mal nach dem Namen suchen, bitte. Wer sucht freiwillig nach Scrolling-Leveln? So blöd ist doch keiner. Kommentare. And you can leave a comment if they're enabled. Aha. Ja. If you downloaden geht wieder. Even when you're not connected to the internet. In Course World, each player has a maker profile. Jeder hat ein Profil. If players like your courses, you'll earn maker points. But on top of being successful, why not be stylish? Customize your look with things like shirts and wirklich various objectives. Endlos Herausforderungen. As many courses as possible before you get a game over. Select a difficulty and courses will be queued up at random from the full collection available on Course World. Okay, das ist nice. And you might earn a top spot. Platz in der Rangliste. Aha. Neuer Modus. Ja! Multiplayer. In Course World, you can enjoy multiplayer with other players from around. Zusammen mit Spielern aus aller Welt. Und Toadette? Oh, gegeneinander! Each player will be assigned a different character. Then they'll race each other in a randomly selected course. The player who clears the course first wins. Depending on your win-loss ratio, your versus rating will change. Dann kriegt man da Punkte für. Playing it safe is no way to win in a white-knuckle course like this one. Watch the others eat your dust as you escape an extreme obstacle. But when a boss comes around, you may want to put your differences aside. Ja. You can get away with sitting back and stealing all the credit at the end. During multiplayer, there are strategies to consider that would never come up during solo play. Es ist eine Sache, die miteinander sehr gut. Das ist halt eine Sache, die mein Bruder sich gewünscht hat. Dass es dann möglich wird, Level zu machen, die nur... Sehr gut! Local Multiplayer! Geil! Petra, ich weiß nicht, ob du das hier siehst. Aber du weißt, was das heißt, wenn du das siehst. In Smash Meridian kalt, aber jetzt... Jetzt kommt Mario Maker. Na, ah, das wird geil, das Spiel, ich freue mich übel. Dieser Panzer, den verstehe ich immer noch nicht. Dieses Auto... Super Mario Maker 2 will come down the 28. Juni. Alongside the standard version will be eine limited edition, which includes a 12. Da gehört eine Switch Online Mitgliedschaft zu, aber die brauche ich nicht. Yay! Touchpad. Super Mario Maker 2 limited edition from Nintendo eShop or by pre-ordering either version from your local retailer. And if you're a Nintendo Switch Online member, there's a new exclusive offer available to you. The Nintendo Switch Game Vouchers Program. Hä? It allows you to buy two Nintendo Switch Game Vouchers for just 99 euros. Each voucher can be redeemed for a download version of any game from the program.
items together at a reduced price. For example, if you redeem one voucher today to pre-order Super Mario Maker 2 and use the other to download Super Smash Bros. Ultimate, you'll save €30.98 from the combined shop price for this pair of games. Brauche ich nicht. Also, this program is a great way to get two games. Meinetwegen, wenn man's will, aber... Naja. Super Mario Maker 2 and get a second game to play while you wait for its release. Vouchers are redeemable for 1 year from the date of purchase and don't have to be used at the same time. Nintendo Switch Online members can buy and redeem Nintendo Switch Game Vouchers via Nintendo eShop on Nintendo Switch. Ach so, die muss man sich kaufen? Exclusive offer. Visit the Nintendo Switch Online website. Ich hole jetzt kurz Olaf ins Boot. Hi. So, hier ist jetzt auch einer derjenigen, die dann im Multiplayer zerstört werden, sobald das Spiel draußen ist. Jedenfalls, wenn man, obwohl man kann wahrscheinlich nicht auf einer Konsole mehrere Spieler machen, was eigentlich schade ist, wenn das echt so ist. Und übrigens habe ich heute so ein paar Experten versucht in Mario Maker 1. Na und? Und ich habe wenigstens 2 Level geschafft, ohne mehr als 50 Leben zu verlieren. Toll. Wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal, wie gesagt, ohne Facecam an. Dass es ab 3 ist, wissen wir. An den wichtigen Stellen werde ich dann auch mal Pausen setzen. Sag du auch Bescheid, wenn ich Pausen setzen soll. Ich denke mal, hier ist das jetzt noch nicht unbedingt nötig. Weißt du, was direkt das Erste ist, was mich wundert? Ich weiß jetzt nicht, ob man ihn wirklich hört. Ich hoffe mal, komm mal her, hier auf die Seite vom Mikro. Jedenfalls, das... Ich habe vorhin gehört, dass du das mit den seitwärts bewegenden Wumps gescheckt hast. Da bist du scheinbar der Einzige auf YouTube. Ich bin was Besseres, das wissen wir doch. Und da unten, hast du gesehen, dass es eine Levelbeschreibung gibt? Oh, nee. Da stand Name und Beschreibung. Das haben sie geklaut von diesem Robot. Ja, das ist sie auch aufgefallen. Das war aber, glaube ich, auch eins der berühmtesten Mario Maker 1 Level. Und jetzt zeigen sie nur altes Zeug, nichts Neues. Ich weiß, auch die ganz, ganz schweren Sachen, wie man kann Boden platzieren. Aber dieser Grashalm, da müsste ein neues Deko-Element sein. Toll. Oh ja, stimmt, mit Buchreis, es wäre einer... Das, was mich persönlich am meisten überrascht hat, war die Nacht. Ich möchte ja ein Storyboard bauen. Ich frage mich jetzt, ob ich da überhaupt Multiplayer-Level einbauen möchte. Ja. Kann man die eigentlich auch schrumpfen, theoretisch, weil... Ich weiß gar nicht, wer das jetzt auch wieder alles gesehen haben wird. Da habe ich auch noch gar nicht gedacht, wie geil war's. Denn hier kommt zu den Gegnern, du kannst Gegner verstecken. Stacken. Ah nee, das war ein Fallschirm. Das Recht sah für mich aus wie ein Mini-Pilz. Mini-Pilz gibt's in dem Spiel, glaube ich, nicht. Ja, ich dachte, den gäb's vielleicht. Münzen. So, Gegner-Spam wird vorgestellt. Gewöhnt euch schon mal dran. Das werdet ihr als Spieler sehen. For a test drive is a snap, allowing for rapid fire experimentation. You can change the course theme, whether it's underground, underwater. Ja, hier werden, wie gesagt, jetzt auch nur die klassischen vorgestellt. Super Mario Brothers 3 and Super Mario World. Complete a course, and if you have a Nintendo Switch Online membership, you can share it with other players online. Super Mario courses. Schön, schön. So share yours with the world. Da, der wohl mit wichtigste Teil. Tools, course parts and features. So, diese Münzen kann man auch schön als Starcards verwenden. Die ziehen als erste 30er Zeit und 50er als dritte. Die Abhänge, ja, ergeben halt schon Sinn. Das war oft nervig im ersten Teil. Das sind wir uns sowieso alle einig, ist geil. Ich habe übrigens heute Morgen gesagt, als ich das gesehen habe, warum ist ein Angry Moon nicht?
Schlangenblöcke. Dann kommt die erstmal mit. Jeder liebt Schlangenblöcke, da sind wir uns doch sicher einig. Ich habe keine Ahnung, wie die allgemeine Meinung ist. Aber die Schalter sind übertrieben. Ja, kann man sicher einiges mitmachen. Auch einige Troll-Level. Ja, ich freue mich so auf Troll-Level, Alter. Das ist halt cool, dass man damit auch Schienen und Förderbänder verändern kann. Die Wippe. Ja, und so eine Passage muss man das selbst bauen. Das ist auch natürlich nice. Ja, das ist echt interessant, dieses Ding. Mario can even use these to send himself flying. Huh, bet you could even make a crane game. Der Wasserpegel. Und dann kann man natürlich auch wieder Minispiele machen mit all dem Zeug hier. Maybe half the course should be underwater. Or maybe the water level should change over time? You can select from three different speeds. And water isn't the only thing you can fly the course with. Ja, das habe ich gefeiert. This side-scroller is true. Das hier hab ich sogar schon im letzten Trailer gecallt. Das haben wir beide überlegt, ob das geht. Na. Ich habe überlegt, ob es die Geschwindigkeit oder die Richtung war. Und nee. Beides. Also ich war mir sowieso sicher, dass es die Richtung ist. Geschwindigkeit hast nur du überhaupt überlegt. Ich meine, Geschwindigkeit ging doch vorher schon. Ja, vertikale Level mit vertikalem Scrolling. Ich habe mir auch schon überlegt, ob man nicht vielleicht mal ein Level bauen könnte. Das finde ich ganz sinnvoll, wenn man sich das... von oben nach unten kommen muss. Wäre auch interessant. Der Riesenkugel-Willi. Egal, frei Wahl platzieren, aber ich frage mich echt, was das bringt. Der fliegt einmal und dann ist er weg. Die muss man schon spammen, damit sie wirklich... So ungefähr. Ja, so ungefähr. Das Element finde ich echt komisch. Das ist auf jeden Fall interessant. Ich meine, man kann damit kurz unsterblich werden. Man kann über Lava hüpfen. Man kann in Lava laufen. Ja, das meine ich. Und jetzt dann. Bei der hier frage ich mich, das ist ein Vertikallevel, oder? Und die Lava ist dauerhaft gestiegen, oder? Das kann man, denke ich, einstellen. Weil an... Nein, nicht in Tonos. Man hat ja schon vorher gesehen, dass es möglich ist, einzustellen, wo Wasser und Lava sowas starten und wie hoch die steigen sollen. Und sobald sie oben sind, gehen sie wieder runter. In vertikalen Leveln kann man wahrscheinlich dann einfach sagen, die soll ganz unten beginnen und ganz hoch gehen. Und dann, wenn man da theoretisch bleiben könnte, wird sie wieder runtergehen. Und welchen dieser Effekte findest du eigentlich am besten? Die sind alle komplett weird. Ich fand irgendwie diesen Angsteffekt. Den da, der ist ja geil. Den meine ich. Genau den fand ich richtig gut. Das finde ich, das kann doch nicht funktionieren. Ja, das denke ich mir halt auch, aber mit diesen zwei einzelnen Joy-Cons könnten wir vielleicht auch zur Zeit spielen. Und hier schön die Zielmission, finde ich schon geil. Ich habe auch gesehen, es gibt die Mission, kein Schaden nehmen, es gibt die Mission, man muss das Pilz erreichen, es gibt die Mission... Wir gucken uns die Mission jetzt nach. Warte, ich weiß eh, welche Mission es gibt. Es gibt Missionen, sammeln Wonderpilze, ich habe mir die alle angeschaut. Und es gibt noch die Mission, haben sie gezeigt. Ah, kein Damage. Spaß und Status sind alle drei Missionskategorien. Und genau das hier wollte ich sagen. Nämlich den Boden nicht berühren. Allergien. Der Boden ist Lava. Und mehr. Ja, und die Wirbelstürme scheinen ja ein bisschen verrückter zu sein, als wir angenommen hatten. Die Eiszapfen waren ja klar, finde ich auch cool. Die Wirbelstürme könnte man bestimmt coole Bosskämpfe machen. Die roten Yoshis, die Fallschirme. Ja, dieser Bumper auch. Der Typ ist nicht bedroht. Das ist halt geil. Da hab ich mir gedacht, warum rastet da jeder aus? Das ist ein Story Mode, deswegen. Dass sowas kommt, war klar. Na, war ich mir gar nicht so sicher. In Mario Maker gab's ja schon einen Einzelspieler-Modus in Form der 10 Marken. Vor allem, das ist halt echt eine Art... Man nimmt halt einfach Missionen an, mit unterschiedlichen Schwierigkeiten auch.
Das finde ich richtig nice gemacht auch. Hier die seitlichen Wurm. Die hat also einfach niemand erwähnt. Ich habe das Video bei zwei Leuten gesehen. Mario will be able to reach more areas in and around the construction site. Ja, mehr die guten alten Klassik-Charaktere. Und der hat gerade 3 Sterne-Mission. 4 ist das Maximum. Die neuen Designs. Das fand ich sah richtig geil aus hier im normalen Mario. Ich muss aber mal auf die Designs achten. Da scheint, ich weiß. Das sehen die völlig anders aus. Die Musiken sind auch cool. And Sky. Himmel ist sehr komisch. Himmel bei Nacht ist cool. Who else could capture the classic sound of the Super Mario series? We've also got a new course part that makes these. Ja, jetzt kommt der krasse Scheiß. Danke, hast du so gedacht, jetzt kommt die nicht mit Angry Moon. Aber du wirst es eher Happy Moon. Ich finde es nur schade, dass er das freischalten muss, dass er die Nachtlevel ohne Mond nutzen kann. Das war eigentlich auf jeden Fall dann für die Level, die ich baue. Aber da kann man richtig geiles Zeug mitmachen. Ich meine, man sieht es ja, Sandstimme. Das finde ich saugeil. Die schwebenden Goombas. Und die Münze leuchtet eigentlich. Das ist natürlich auch geil. Das ist das Weltall, das sich jeder gewünscht hat. Hier, sowas auch. Aber wir zeigen nicht, was es da Unterschied zwischen Gift und Lava gibt. Und das. Ich frage mich, ob sie auch andere Items verwandeln, weil die ja einige gesagt haben. Warte, das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ja, ja. Sie sagen nur, dass man das freischalten muss, aber nicht. Nein, hier. Okay, sie sagen einem wirklich alle Themes, die es gibt, offensichtlich. Ja, das habe ich auch nachgeschaut. 3D World halt wieder mal. Da habe ich jetzt als Element noch irgendwas gekannt. Wir kennen das alles schon, ist zwar vielleicht jetzt ein bisschen spät, aber. Ah, später das beim Online-Satz, das kursierst du. Ja, da wird alles resettet. Hier habe ich das auch alles analysiert, eben zum Beispiel mit dem Yowza. Das habe ich mir genau angeguckt. Dieses Design, das da gerade war, fand ich auch komisch. Ja, das ist kostet, ja. Ja, aber das andere sah aus wie Spielzeugwelt oder sowas. Ah, könnte unter Kontrolle sein. Die Kisten, Alter. Und das Lade, ich sag, finde ich cool. Und die Wartblöcke. Da gibt's einen Schub, der meinte, die Stachelblöcke kann man sicher auch krasse Sachen mitbauen. Ja, die reagieren ja sogar auf die On-Off-Schalter. Schon wieder schöne Trolling-Level. Ich freue mich auch schon. Ich glaube, in dem Game werde ich dann echt ein Troll-Level-Creator. Dann musst du aber mal probieren, wie viele richtig kranken Trolls zu lernen, wie ich sie in Mario Maker 1 getrinke. Ist das schon noch kranker, ne? So. Und die kann man auch sicher sehr geil nutzen, ja, für irgendwelche Fallen. Was war das eigentlich? Ich meine, das hat man ja gesehen. Als Mario in das Auto gestiegen ist. Da stand kurz Super Famicom. Kommt das Auto daher? Könnte das sein? Und gerade laggt's leider wegen dem Speed. Bei dem konnte ich leider direkt aufschreiben, dass in der Weiße, dass ich meine Liste ergänzt habe, weil ich machen musste. Und wer ist wohl die echte? Ich weiß nicht. Die Riesenkugel-Willis. Und die Spukmesse, da fand ich auch interessant. Miausa halt. Wieso konnten die Spukmesse eigentlich verletzen? Ich denke, die waren im Vordergrund. Ja, aber die Sache ist die, dass das überhaupt möglich ist, ist interessant. Und ich finde es auch cool, dass man hier jetzt so suchen kann, wie bisher ja. In der App. Ja, wirklich mit den Gebieten, mit den Bereichen. Jetzt müssten sie nur noch einen für Troll-Level einfügen. Man kann auch selbst Kommentare gestalten.
Sie müssten halt nur noch einen Suchbereich für Troll-Level einfügen, Alter. Und das heißt eigentlich von diesen Raketen beeilt. Sehr toll. So bescheuert. Aber das hier ist halt eine neue. Das finde ich eigentlich besser als die klassische Mario-Herausforderung. Aber was ich daraus schließe, vermutlich gibt es den Amiibo-Pilz nicht mehr. Ich fürchte aber, dass es schwierig sein wird, mehr als den Level hochladen zu können. Wir sind uns ja alle... Jetzt musst du mal kurz auf normale Geschwindigkeit schalten. Warum denn? Schalt auf normale Geschwindigkeit und achte auf Mario. Hier in dem Level? Das ist etwas, was mir beim zweiten Schauen aufgefallen ist, ja. Hier in dem Level. Schau genau, was er macht. Meinst du diesen Drehsprung? Den oder? Drehsprung und den Hechtsprung. Ja, das ist die neuen, dass es die Mario 3D World Physics im Design geben wird, war doch eigentlich klar. Man wird auch. Echt alles drauf hat, ist crazy. Man wird da auch ein Rückwärtssalto und sowas machen können. Das stelle ich mir halt richtig geil vor, da sich gegen andere zu betteln. Auch wenn es halt immer noch nicht. Sowas ist, sowas wie ein Mario Bros. DS müsste es geben. Und was halt auch interessant zu wissen wäre, was du ja auch schon meintest, ob es möglich ist, Level zu bauen und hochzuladen, die nur im Multiplayer machbar sind. Aber ich sag, das Raum aufmachen brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben ja Nintendo Online. Na. Wenn ich mit wem anders zocken will, vielleicht, also warum nicht? Könntest du dann mal ein paar Videos zu ein, zwei von meinen Leveln machen? Kommt drauf an, wie gut sie sind. Ich werde halt wieder Storyboard-Level machen. Hm. Ich meine, das hast du mal gemacht. So, das gucke ich mir jetzt nicht nochmal an. Ja, das war's an sich. Ah ja, stimmt. Geh nochmal ein paar Sekunden zurück zu einer letzten Szene und schalte auf halbe Geschwindigkeit. Zu welcher der letzten? Ja, das passt schon so ungefähr. Oder? Ich hoffe, das war noch nicht. Nö, das war noch nicht. Das müsste ja als nächstes kommen. Oh, doch nicht. So. Sag doch einfach welche. Ich weiß nicht genau, wo sie war. Auf jeden Fall war da ein Buhu-Kreis. Buhu-Kreis? Da war gerade eine Abgebilde. Genau. Siehst du, der hat sich mitbewegt. Ja. Ich kann mir vorstellen. Vielleicht kann man die unsichtbar machen. Das wäre eigentlich crazy, aber ich vermute ja, dass man jetzt einstellen kann, dass sich diese Kreise bewegen können. So. Damit war's das aber. Schreibt eure Meinung zu der Direct gerne in die Kommentare. Wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Bis dann. Ciao.